Wie wirkt sich die Digitalisierung auf die Verbreitung von Informationen und den Umgang mit diesen aus? Mitte des 15. Jahrhunderts veränderte sich der Zugang zu Wissen fundamental durch die Erfindung der Druckerpresse mit beweglichen Lettern. Mit Johannes Gutenbergs innovativer Weiterentwicklung des Buchdrucks entstand ein völlig neuer Geschäftszweig. Jeder, der über eine Druckerpresse verfügte, konnte nun Geld mit dem Verkauf von Büchern verdienen. Allerdings konnte man auch eine Menge Geld verlieren, wenn niemand die gedruckten Bücher kaufen wollte, der Druck aber bereits bezahlt war. Die Verleger waren also gezwungen, das Schlechte oder Unerwünschte herauszufiltern und nur Bücher von angemessener Qualität und Nachfrage zu drucken. Dies wiederum hatte Auswirkungen auf die Autoren, denn die Chance, einen Verleger zu finden und gedruckt zu werden, vergrößerte sich mit der eigenen Qualität. So entschieden lange Zeit Gatekeeper wie Verlage, Journalisten, Museen, Universitäten und andere Institutionen darüber, was die Öffentlichkeit zu sehen bekam und was nicht. Wenn Sie heute in einen Buchladen gehen, dann können Sie davon ausgehen, dass ein Verlag mit seinen Lektoren bereits eine Auswahl getroffen hat, die Sie vor schlechten Überraschungen bewahrt. Denn es galt seit jeher die Devise: erst filtern, dann veröffentlichen. Dies führte aber auch zu einem Ausschluss von Themen und Perspektiven und der Limitierung von verfügbaren Informationen. In der Epoche der Digitalisierung benötigt niemand mehr einen Verlag oder eine Druckerpresse, um seine Texte zu veröffentlichen. Jeder kann im Internet Beiträge publizieren, etwa mit einem Blog, einer Website, einem Wikipedia-Artikel oder in sozialen Netzwerken. Erst nach der Veröffentlichung setzt die Filterung in Form einer Bewertung ein, etwa durch Likes oder Shares. Dies ist eine logische Entwicklung in einer zunehmend heterogenen Gesellschaft, da sich Menschen nicht mehr sagen lassen wollen, ihre Anliegen seien irrelevant und nicht publikationswürdig. Die Devise aus Gutenbergs Zeiten hat sich unter den Bedingungen der Digitalisierung geradezu umgekehrt. Erst veröffentlichen, dann filtern. Der Wandel im Umgang mit Informationen hat aber auch zur Folge, dass uns immer mehr davon ungeprüft zur Verfügung stehen. Einige sprechen in diesem Zusammenhang von einer Informationsflut, die von manchen sogar als Bedrohung empfunden wird. Doch die Angst vor der Überflutung mit Informationen ist nicht neu, denn nicht erst seit der Erfindung des Computers sammeln Menschen Daten und Informationen. Schon vor der modernen Datenverarbeitung haben wir erkannt, dass die Welt und ihre Daten so komplex geworden sind, dass ein einziges Gehirn mit ihrer Verarbeitung überfordert wäre. Um mit den verfügbaren Informationen umzugehen, haben Menschen bislang mit der Entwicklung neuer Werkzeuge reagiert, etwa alphabetische Indizes, Nachschlagewerke oder Bibliografien. Menschen haben allerdings weniger die Sorge, dass ihr Gehirn nicht alle Informationen aufnehmen könnte, sondern fürchten vielmehr, wesentliche Informationen im Datenmeer zu verpassen und die Kontrolle über Daten und Inhalte im Internet zu verlieren. Zugleich verunsichert sie, dass die Digitalisierung einen tiefgreifenden Einfluss auf die Bedeutung und Konstruktion von Wissen hat. Wissen wird heutzutage in Netzwerken generiert und in diesen Netzwerken kommunizieren verschiedene Akteure, wie Privatpersonen, Unternehmen, Staaten, Medien, Museen und Sammlungen miteinander. Unter den Bedingungen der Digitalisierung entwickeln sich neue Systeme, mit denen man Daten und Informationen effizient filtern kann. Vor allem Algorithmen unterstützen uns beim Vorsortieren des ungeordneten Informationsflusses. In sozialen Medien spielen Prozesse des Auswählens und Filterns eine zentrale Rolle. Wir verhandeln durch Likes und Shares, was gut oder wichtig ist und was nicht. Wir erweitern unseren Horizont, indem wir die Informationen anderer wahrnehmen. So wird unsere Weltsicht geprägt, die wir mit einer größeren oder kleineren Gruppe von Menschen teilen. Oder man hält es wie ein junger College-Student, der in einer Befragung zu seinem Medienverhalten erklärt hatte: Wenn die Nachricht wirklich so wichtig ist, wird sie mich erreichen.